Kommen wir jetzt zu den Linearschienen. Ihr braucht für den Dice vier Linearschienen der Baugröße MGN9. 2x120 mm und 2x140 mm mit vier entsprechenden Laufwagen. Je nach Hersteller werden Wagen manchmal konserviert und manchmal grundgefettet ausgeliefert. Die Wagen von Highwind der Größe 9 sind nur konserviert, müssen also gefettet werden. Ab der Größe 12 sind sie grundgefettet, können nachgeschmiert werden, aber können auch direkt eingebaut werden. Ihr braucht für die Grundschmierung folgendes Zubehör: einmal ein Baumwolltuch, einen alten Putzlappen, irgendwas, das entsprechende Fett und ein Schaschlikstäbchen. Als Unterlage bietet sich ein bisschen Papier an, damit ihr mit dem Fett nicht so rumsaut. Zum Fett. Ich habe jetzt hier NSK AS2. Ich werde hier einblenden, was für Fett ihr noch benutzen könnt. Es gibt da wirklich viele verschiedene, die funktionieren. Jeder Hersteller hat da was im Angebot. Wichtig dabei ist, dass ihr Fett nehmt ohne Feststoffanteil. Die Feststoffe würden sich hier ablagern mit der Zeit beim Nachschmieren und die Laufbahn schädigen. Fett ohne Feststoffe, der Rest ist egal. Für unsere 3D-Drucker kann man sogar sagen, jedes Fett ist besser als gar keins. Wahrscheinlich auch mit Feststoffen, aber wir wollen es ja richtig machen. Wie gehen wir jetzt vor? Wir reinigen die Schienen. Die können verschmutzt sein. Einfach mit dem Fingernagel ins Baumwolltuch und hier an der Seite durch die Laufbahn ziehen, den Fingernagel. Einfach so lange, bis das Tuch sauber ist. Dann kann man davon ausgehen, dass auch die Laufbahn sauber ist. In hartnäckigen Fällen kann man mit dem Zahnstocher oder dem Schaschlikstäbchen noch einmal durch die Bahn. Das bringt nicht wirklich viel, weil die Kugeln nicht auf dem Boden der Nut laufen, sondern an den Seitenwänden. Von daher, aber man kann es trotzdem gründlich machen. Das macht ihr für alle vier Schienen und dann schnappt ihr euch einen Laufwagen. Ausgeliefert werden die Laufwagen mit so einem kleinen schwarzen Plastikklötzchen, das verhindert, dass die Kugeln rausfallen. Das müsst ihr rausnehmen. Ich habe jetzt hier gar keine mehr drin. Die waren ja schon mal verbaut. Und dann prüft ihr als allererstes, ob die Kugeln vollständig sind. Das wird so sein, aber ihr steckt einfach hier vorne vorsichtig euer Schaschlikstäbchen rein, schiebt die Kugeln ein bisschen auseinander, ganz, ganz zärtlich. Und ihr werdet feststellen, da ist Platz für fast eine Kugel auf beiden Seiten. Ist mehr Platz als für eine Kugel, ist der Wagen nicht in Ordnung. Der Platz, der muss da sein, in der Laufbahn, in der Kugellaufbahn hier muss Platz sein, sonst würden die Kugeln nicht umlaufen. Dann schnappt ihr euch das Fett, piekst ein bisschen hier vorne auf die Spitze, nicht viel nehmen, einfach nur wirklich zärtlich wenig und streicht das hier vorsichtig über die Kugel rein. Ihr schiebt die Kugel rein, also immer weiter, Stück für Stück. Nicht forcieren, nicht pressen irgendwas, sondern nur mitziehen, ganz vorsichtig. Wenn die nicht mitgehen von alleine, schnappt euch hier vorne die erste Kugel, die ihr weiterschieben wollt, und schiebt die in dieses kleine Loch. Der Rest kommt hier hinten schon wieder raus. Macht nicht den Fehler, steckt hier hinten den Schaschlikstäbchen rein und schiebt die alle rüber. Da wird hier vorne, werden die rausspringen. Das funktioniert nicht. Ihr schiebt die also so lange durch, fettet immer wieder nach. Die, die hier hinten rauskommen, sind heller. Kann das sehen, die glänzen heller metallisch. Die, die schon Fett haben, glänzen dunkler. Ich mache das jetzt mal hier einzeln. So, aber ich sehe schon, ich bin einmal durch. Und das Ganze wiederholt ihr dann für die andere Seite. Einfach Fett hier oben drauf und weiterschieben. Das braucht überhaupt nicht viel Fett sein. Weniger ist hier in dem Fall mehr. Ganz, ganz wenig nur und die Kugeln weiterschieben. Ich glaube, ich bin schon einmal, ja, ich bin schon durch. Und das war es dann auch schon für einen Wagen. Das wiederholt ihr dann auch für die anderen drei
macht ein bisschen grob das Fett weg. Passt auf, dass ihr nicht hier großartig an diesem Metallbügel rumdrückt. Der hält die Kugeln drin. Wenn ihr daran rumbiegt, fallen die Kugeln raus. Dann schiebt ihr euer schwarzes Kunststoffklötzchen da wieder drauf. Ich habe das jetzt nicht zur Hand. Legt euch das vorne hin, das Kunststoffklötzchen mit dem Wagen, Stoß an die Schiene und dann schiebt ihr einfach den Wagen auf die Schiene. Wenn ihr das Kunststoffklötzchen werft, kann überhaupt nichts passieren, die Kugeln bleiben drin. Ich habe jetzt hier keine, solltet ihr keinen Kunststoffklötzchen mehr haben, sind die schon weg, wollt ihr mutig sein, dann so, dass ihr die Kugeln sehen könnt, hinlegen, die Schiene reinschieben und ganz, ganz vorsichtig, ohne großartig zu verkanten, weiterschieben. Und irgendwann, kurz vor Ende, geht es meistens etwas schwerer. Dann drückt ihr einfach die Fingerspitze hier drauf, dass die Kugeln nicht rausspringen können und drückt weiter. Wichtig ist, dass ihr ab und zu guckt, ob nicht irgendwie Kugeln rausgesprungen sind. Alle Kugeln drin. Und dann aufschieben, fertig. Die Wagen von Hyven sind alle innerhalb von einer bestimmten Toleranz, passen also, jeder Wagen passt auf jede Schiene, gar kein Problem. Allerdings ist es wirklich so, dass manchmal ein Wagen auf einer Schiene nicht ganz so gut läuft. Lasst euch im ersten Moment nicht verunsichern, wenn das ein bisschen hakelt oder ein bisschen laut läuft. Da ist dann meistens zu viel Fett drin. Das wird automatisch in so eine Kammer hier hinter der roten Scheibe rausgedrückt. Wenn da wirklich zu viel wäre, würde das hier durch dieses Loch rauskommen. Das ist wie so ein Kanal. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Überfetten könnt ihr die nicht. Schiebt die einfach ein bisschen hin und her. Und wenn das jetzt nicht leiser wird und ihr denkt sich, also irgendwie ist das nicht richtig, schnappt euch einfach einen anderen Wagen. Ich habe jetzt wirklich mal, ich weiß das schon, der Wagen passt besser auf die Schiene. Schnappt euch einen anderen Wagen, schiebt ihn hier rein. Wieder vorsichtig. Und ja, er läuft hier wieder schön zärtlich. Und ihr merkt, vielleicht passt ein Wagen besser auf eine andere. Nach dem Fetten, wie gesagt, laufen die etwas schwerer. Bewegt die einfach dadurch ein bisschen hin und her. Irgendwann merkt ihr, das Öl wird warm, verteilt sich besser. Ihr merkt, die laufen leichter. Und ihr habt die vorbereitet. Ihr schiebt dann einfach, und ich habe die ja schon mal geordnet, einfach alle drauf. Und dann, wie gesagt, wenn es ein bisschen hakt und es geht nicht weiter, Finger hier vorne drauf, dass die Kugeln hier nicht rausspringen können, draufdrücken, weiterdrücken, fertig. Nicht mit Gewalt, ein bisschen Gefühl hilft Wunder. So, der geht hier ganz leicht, das ist meine X-Achse, das habe ich mir schon festgelegt. Und der letzte. Auch hier, ah, der geht ein bisschen schwer. Ah, jetzt geht's, okay.